Und darüber möchten wir sprechen mit dem Fokus-Kolumnisten Jan Fleischhauer. Guten Abend in der Welt am Abend, der Fleischhauer. Robert Habeck warnt in einem heute veröffentlichten Video, wir haben es gerade gesehen im Beitrag, vor Umsturzfantasien. Zu Recht. Also die Grünen verwechseln leicht den Staat mit der Regierung. Ist ja auch so ein beliebter Robert Habeck, dass der Staat, das seien wir doch alle. Also ich habe ja Philosophie studiert und am Anfang, ehrlich gesagt, der Aufklärung steht die Staatsskepsis. Das scheint irgendwie Robert Habeck nicht mitbekommen zu haben. Auch übrigens Philosophiestudent. Und insofern, also ich habe mir das angeguckt heute. Also ich lebe ja ein bisschen außerhalb von München, in Pullach. Und also über die Wolfratshauser Straße heute Morgen, die große LKL-Traktorkarawane Richtung Odeonsplatz und dann um 11 Uhr ist man dort also aufmarschiert. Und also von Umsturzfantasien habe ich da nichts gehört. Damit wir das nochmal sauber trennen können, handelt es sich bei diesen Protesten jetzt um Kritik am Staat generell oder eben nur an dieser Bundesregierung, an der Ampelkoalition? Also auf den Plakaten, die ich gesehen habe, geht es vor allen Dingen um die Ampelregierung. Das ist klassische Regierungskritik, die hier geäußert wird. Also der Staat insgesamt wird da eher nicht in Frage gestellt, die Demokratie schon mal gar nicht. Und das ist natürlich auch so eine Schutzbehauptung. Also immer gleich sozusagen das Demokratie-Gefährdungsgespenst aufzubauen, ne? Ich habe auch jetzt auf verschiedenen Kanälen gesehen, irgendwelche Extremismus-Experten, sowohl bei der ARD in Tagesthemen, die dann sagten, ja, das sei irgendwie so aus Russland und der Querdenker- und Reichsbürger-Szene gesteuert, ja. Oder beim WDR auch eben vom Umsturz war die Rede. Das ist natürlich auch eine Form, solche Proteste, auch solche Regierungskritik versuchen zu delegitimieren. Ne? Mhm. Nun ist es ja so, dass vor allem die Grünen, eigentlich die Ökopartei, die mit Landwirtschaft sehr eng verbunden sein sollte, in der Kritik ist. Und ausgerechnet der Grüne, Robert Habeck. Warum ausgerechnet Robert Habeck im Fadenkreuz? Ja, also, wie es heißt es bei John F. Kennedy, life is unfair. Das gilt ja erst recht für die Politik. Also der eine oder andere erinnert sich doch vielleicht noch an diesen Clip, der im Wahlkampf gespielt wurde, wo also er sich verspotten lassen muss von seiner Parteikollegin Annalena Baerbock. Also sie käme doch vom Völkerrecht und der Robeck, naja, vom Hause her, doch mehr so hätte das doch mit den Kühen und Schafen zu tun gehabt. Also der, das, nicht mal daraus kann er jetzt Kredit erschöpfen, also dass er, der ja auch mal Landwirtschaftsminister war, also wirklich noch einen Bezug hat zur Landwirtschaft. Ich meine, die allermeisten, die ja jetzt kommentieren, haben natürlich den letzten Bauern bei Bauer sucht Frau bei RTL gesehen. Ne? Das heißt, er hat noch einen Bezug dazu und so richtig hat mir das auch nicht erschlossen, warum er jetzt zum Oberbösewicht wird. Also wenn einer für Landwirtschaft zuständig ist, das ist immer noch mehr Cem Özdemir und für diese ganzen Steuererhöhungen, beziehungsweise Subventionskürzung, auch nicht der arme Robert Habeck, sondern das ist doch der Finanzminister Christian Lindner. Aber irgendwie an dem geht das vorbei. Liegt die schlechte Stimmung im Land vielleicht auch daran, dass Teile der Ampelkoalition oder bleiben wir ruhig auch mal bei den Grünen, sich zu weit von der Lebensrealität vieler Menschen, speziell jetzt in diesem Fall der Landwirte, entfernt haben und gar keinen Blick mehr dafür haben, wie diese Menschen leben und wie viel die arbeiten müssen, um den Output zu schaffen, der dann da ist? Also das war mein Eindruck ja ohnehin, dass es bei diesem Protest nur noch zum Teil um die angedrohten Subventionskürzungen geht. Also das meiste hat die Regierung ja gleich im ersten Anlauf abgeräumt, sondern da ist jetzt auch, merkt man, eine richtige, also die haben einfach den Kanal bis oben hin voll. Jetzt nach einer Reihe auch von schlechten Sommern. Dann ist die Landwirtschaft ja in dieser seltsamen Situation, dass sich die Preise nicht nach den Kosten richten, also den Erzeugerkosten, sondern dass erst der Preis festgesetzt wird und dann anschließend den Bauern seine Kosten dann auch irgendwie ausrichten muss. Das schafft schlechte Laune und dann eben das Gefühl, von einer Regierung regiert zu sein, die in der Tat ganz weit weg ist vom so einen landwirtschaftlichen Raum. Und deswegen trifft es, glaube ich, auch die Grünen jetzt besonders, weil wenn es natürlich so eine Großstadtpartei gibt oder eine Partei, die auch in ihrem Programm
also mal von dem berühmten Gendern angefangen, über das Selbstbestimmungsgesetz und anderes mehr, so diesen Ruf sich aufgebaut hat, also vor allen Dingen im Prenzlauer Berg und im Frankfurter Westend beheimatet zu sein, eben nicht im ländlichen Raum, dann sind es die Grünen. Und insofern trifft die jetzt besonders. Jan Fleischhauer, danke für das Gespräch. Danke auch, tschüss.